Ist es nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann? Geht es nicht auch politisch um diese Fragen? Rolf Mützenich hat recht. Mein Eindruck ist, die SPD weiß nicht so recht, was sie machen soll. Die CDU ist auf dem Kriegstrip, die FDP ist auf dem Kriegstrip, die Grünen sind auf dem Kriegstrip. Und ich werde Ihnen sagen, als Olaf Scholz würde ich nur auf einen Punkt herumreiten. Ich würde sagen, ich habe alles gemacht, um die Ukraine zu unterstützen, nach Kräften, finanziell und militärisch, weil wir nicht akzeptieren, dass Grenzen gewaltsam verschoben werden. Aber ich habe Deutschland und die Welt davor bewahrt, in einen Höllentrip hineinzurutschen, in eine Kriegseskalation mit Taurus, der da den Kreml hätte bombardieren können.